mein Name ist Andreas Rohde. Ich habe eine Professur für Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft an der Universität zu Köln im englischen Seminar 2. Das ist eine Professur, die tatsächlich die Fachdidaktik, also tatsächlich die Unterrichtsorientierung und die Fachwissenschaft miteinander vereint. Ein wesentliches Forschungsinteresse gilt dem Zweitsprachenerwerb. Und im Zweitsprachenerwerb ganz besonders der Wortschatz. Der Wortschatz von der fachwissenschaftlichen Seite aus gesehen und der Wortschatzerwerb. Das heißt also die Frage danach, wie wir neue Wörter erwerben, wie oft wir neue Wörter hören müssen, um sie verlässlich zu erinnern und abrufbar zu machen und auch wie neue Wörter tatsächlich langfristig gespeichert werden können, wie Wörter zusammen als Bündel gelernt werden, als Bündel abgespeichert werden und welche Probleme es dabei gibt. Mit meinen Mitarbeiterinnen zusammen haben wir dieses Feld in verschiedene Teile unterteilt, sodass jeder einzelne Block sich mit verschiedenen Fragen des Wortschatzes und des Wortschatzerwerbs auseinandersetzt. Und ich hoffe sehr, dass dieses Modul erfolgreich sein wird. Und ich freue mich sehr auf Rückmeldungen. Mein Name ist Pia Holtappels, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin von Herrn Professor Rohde am englischen Seminar 2 der Universität zu Köln und promoviere im Bereich Zweitsprachenerwerb. In unserem Modul beschäftigen wir uns auch mit der Frage nach der expliziten Wortschatzvermittlung. Da Sie mit erwachsenen Lernern arbeiten, ist das wichtig, da diese das vermutlich auch einfordern werden. Wir beschäftigen uns damit, wie Sie Wörter explizit einführen können, zum Beispiel durch das Mitbringen von Objekten oder das Bereitstellen von Definitionen. Außerdem diskutieren wir auch die Frage, welche Wörter sich für eine explizite Vermittlung eignen und wie Sie diese auswählen können. Wir werden auch Methoden diskutieren, wie Sie Ihre Lerner darin unterstützen können, den Wortschatz zu festigen oder zu vertiefen. Ich bin Kerstin Keul und auch ich bin Mitarbeiterin am englischen Seminar 2 der Universität zu Köln bei Professor Rohde. Und auch ich promoviere im Bereich Zweitsprachenerwerb, Fremdsprachenerwerb. Zusätzlich zu den bisher genannten Aspekten finden wir es auch wichtig, die Instruktion von spezifischem Vokabular in unserem Modul zu thematisieren. Sie arbeiten mit erwachsenen Lernern, das heißt, diese werden mit Situationen konfrontiert werden wie Amtsbesuchen, Arztbesuchen oder auch vielleicht sogar Vorstellungsgesprächen. Und wir wollen Ihnen einfach ein paar hilfreiche Tipps an die Hand geben, wie Sie eben das spezifische Vokabular, was dort gefordert wird, genauso wie einen formalen Register zu vermitteln. Außerdem wollen wir am Ende des Moduls ganz kurz auf die Verbindung zwischen Lesen und Wortschatzerwerb eingehen und vor allem auf die spezielle Funktion und unterstützende Funktion des Lesens beim Wortschatzerwerb.